In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man eine Aufgabe zu einem Ausgleichsvorgang oder Schaltvorgang im Online-Netzwerksimulator EASY.IDE berechnet und simuliert. Dazu soll man die Aufgabe 165 aus dem Aufgabenheft dienen. Bevor man jetzt wie verrückt anfängt, die zu simulieren, ist es keine schlechte Idee, sich für so ein einfaches Beispiel erstmal von Hand zu überlegen, was dort passiert. Dazu zeichne ich hier nochmal das Schaltbild hin. Das besteht aus einer Spannungsquelle und in Reihe dazu eine Induktivität und ein Widerstand. Die Spannungsquelle hier hat konstant 50 Volt. Die Induktivität hier, das sind 10 Henry, relativ groß. Und der Widerstand, das sind 100 Ohm. Und das, was jetzt gesucht ist, ist der Strom, der hier fließt, I von T. Wenn man davon ausgeht, dass wir das erstmal einschalten und dann diese Induktivität erstmal aufmagnetisiert wird. Und das, was dann eben passiert, in einem Zeitdiagramm, hier ist der Strom I von T. Hier ist die Zeit, ist eben folgendes, also bevor man das jetzt einschaltet, ist natürlich der Strom 0 und dann zum Zeitpunkt T gleich 0 wird das eingeschaltet und dann steigt der Strom eben anhand dieser Exponentialfunktion, die hier gegeben ist, an. Dann sieht das so aus, exponentieller Anstieg und es nähert sich asymptotisch einem Endwert an und dieser Endwert, den das hier erreicht, der ergibt sich dann aus U durch R und das sind eben 50 Volt durch 100 Ohm, das sind 0,5 Ampere. Und jetzt geht es noch so ein bisschen darum, wie schnell geht das denn? Diese sogenannte Zeitkonstante dieser Exponentialfunktion ergibt sich halt da, wo die Tangente die Asymptote schneidet. Da ist genau eine so eine Zeitkonstante rum, dieses Tau hier. Das ist eben L durch R. Die 10 Henry, Henry ist ja das gleiche, ein Henry ist das gleiche wie ein Voltsekunde pro Ampere und ein Ohm ist das gleiche wie ein Volt durch Ampere. Dann kürzen sich die Volt und die Amperes weg und dann kommt hier raus, dass dieses Tau genau eine zehnte Sekunde ist und das sind 100 Millisekunden. Also ungefähr nach 500 Millisekunden ist das hier ganz gut vorbei. So, jetzt kann man sich noch kurz überlegen, ist das sinnvoll, was hier passiert? An der Induktivität, also für diese Spannung hier über der Induktivität UL, nenne ich die mal UL von T, ergibt sich eben aus L mal DI von T nach DT. Und die Spannung hier an dem Widerstand, die ergibt sich eben aus R mal I von T. So, und das Interessante steckt jetzt eigentlich in dieser Zeitableitung hier, weil diese Zeitableitung sagt, dass der Strom nicht springen kann. Der Strom an der Induktivität muss sich immer kontinuierlich ändern. Und deshalb, wenn man diese Spannungsquelle hier einschaltet zum Zeitpunkt T gleich 0, dann kann der Strom nicht springen, sondern der Strom muss erstmal bei 0 bleiben. Wenn der Strom bei 0 ist, ist aber die Spannung über den Widerstand 0. Das heißt, die ganze Spannung hier vorne, die muss jetzt über der Induktivität abfallen. Und wenn es jetzt eine Spannung gibt über der Induktivität, dann muss es auch einen Stromanstieg geben. Das heißt, der Strom ändert sich, der Strom steigt an. Der steigt an. Und wenn der Strom ansteigt, dann gibt es eine Spannung über den Widerstand. Und wenn es eine Spannung über den Widerstand gibt, die Spannung hier vorne aber konstant ist, muss immer weniger Spannung über die Induktivität abfallen. Wenn weniger Spannung über der Induktivität abfällt, dann wird auch der Stromanstieg geringer. Das heißt, der Strom steigt zwar an, aber der steigt langsam an. Und das passiert jetzt immer weiter und immer weiter und immer weiter, bis der Strom eben gar nicht mehr ansteigt und dementsprechend auch gar keine Spannung mehr über der Induktivität abfällt und dementsprechend die gesamte Quellspannung hier über diesen Widerstand abfällt und deswegen auch dieser Maximalwert des Stromes eben nur durch diesen Widerstand bestimmt wird und gar nichts mehr mit der Induktivität zu tun hat, sondern die Induktivität bestimmt im Prinzip allein, wie schnell geht das Ganze vonstatten. Wie schnell wird das hier aufmagnetisiert, diese Induktivität. So, und das Ganze soll jetzt in dem EASY.IDE, in dem Online-Netzwerksimulator mal nachvollzogen werden. Dazu brauchen wir erstmal hier ein neues Schaltbild und müssen jetzt mal die Schaltung nachbauen. Dazu brauchen wir erstmal eine Induktivität. Die packe ich jetzt mal hier so hin. Ein bisschen reinzoomen, damit die ein bisschen größer wird. Dann brauchen wir noch einen Widerstand. Da nehmen wir diesen hier.
Der muss jetzt mal noch gedreht werden. Da kann man hier draufklicken und dann findet man hier oben das zum Drehen. Dann brauchen wir noch eine Quelle. Die Quelle findet man hier unter den Power Supply. Ist natürlich eigentlich eine Spannungsquelle. Und jetzt braucht man noch ein Ampermeter, weil wir müssen den Strom messen. Das findet man in dieser ganzen Liste hier leider nicht. Auch wenn man hier bis ganz unten scrollt, das ist so ein bisschen versteckt. Dazu muss man hier auf die Bibliothek gehen und muss man hier nach Ammeter suchen, dem amerikanischen Wort für Ampermeter, und auch noch auf Suchen klicken und dann findet man dort einen Ampermeter und mit Place kann man das jetzt in die Schaltung einfügen. Da haben wir das Ampermeter. Jetzt braucht man noch einen Masseknoten, den findet man hier oben bei Ground. Den packe ich mal hier unten an das negative untere Potenzial dieser Spannungsquelle ran. Jetzt muss das Ganze noch verdrahtet werden. Alles einfach in Reihe geschaltet. Mit diesem Verdrahtungswerkzeug und dabei schauen, dass dann hier dieser Knoten entsteht an der Stelle. So, jetzt brauchen die Bauelemente noch alle Werte. Die Induktivität soll eben wie besprochen die 10 Henry haben. Dieser Widerstand soll 100 Ohm groß sein. Und bei einer Spannungsquelle wählen wir jetzt aus, dass die ein Puls vorgibt. Wenn man hier einfach Gleichspannung auswählen würde, dann wäre die halt immer an. Die soll ja aber zum Zeitpunkt 0 eben erst eingeschaltet werden. Dort soll sie 0 sein. Wenn sie an ist, soll sie einen Wert von 50 Volt haben. Das soll nach 0 Sekunden passieren. Die Anstiegszeit muss irgendwie einen bestimmten Wert haben. Die können wir nicht auf 0 setzen. Die setzen wir mal auf ganz kleines, eine Nanosekunde zum Beispiel. Die Abfallzeit können wir auch auf das setzen. Ist eigentlich egal. Und die Zeit, die diese Quelle jetzt angeschaltet ist, setze ich einfach auf was sehr Großes. Also eine Milliarde Sekunden, dann schaltet die sich auch nicht mehr aus. Jetzt steht hier noch hinter, dass die auch im Wechselspannungsbetrieb einen Wert von einem Volt hat. Das stört mich jetzt hier an dieser Stelle so ein bisschen, deswegen lösche ich das mal da raus. Das ist jetzt eher so ein bisschen irreführend. So, dann haben wir die Spannungsquelle. Und das ist eigentlich auch schon alles. Jetzt das Ganze einmal abspeichern. Ich nenne das mal Aufgabe 165 und speichere das so ab, dass das auch dann sichtbar ist. Und jetzt kann man das Ganze simulieren. Hier findet man den Simulationsknopf, dieses Projekt simulieren. Und spätestens jetzt ist es auch sichtbar, warum es schlau war, vorher mal nachzudenken, weil man muss jetzt natürlich einstellen, wie lange soll das denn simulieren. Jetzt kann man hier gucken, naja, also nach 100 Millisekunden ist das noch nicht so richtig vorbei. Wir müssten mal vielleicht 500 Millisekunden oder sowas warten. Dann könnte das ganz gut funktionieren, 500 Millisekunden. Und der maximale Zeitschritt in der Simulation, wenn jetzt eine Mikrosekunde ist, dann sind das ja, ja pro Millisekunde 1000 Werte, also 500.000 Werte, das sind ganz schön viel. Da können wir mal einstellen, dass der Zeitschritt eine Millisekunde lang ist. Und dann simuliert er. Und dann sieht man, dass wir jetzt genau diesen Stromverlauf bekommen, den wir erwarten. Einen exponentiellen Anstieg mit einer Zeitkonstante, wenn die Tangente, die Asymptote schneidet, sind diese 100 Millisekunden rum. Oder in 100 Millisekunden ist das auf 1 minus e hoch minus 1. Und e hoch minus 1 sind ungefähr 37%, 1 minus 37% sind ungefähr 63%, also nach einer Zeitkonstante hier hat man ungefähr 63% des Endwertes erreicht. Ne? Hier sind 20, 40, 60, 63% von dem Endwert und nach ungefähr 500 Millisekunden ist dieser Ausgleichsvorgang so nahezu abgeschlossen und dann hat der Strom im Grunde seinen stationären Endwert erreicht. So ganz erreicht er nie, weil diese E-Funktion sich natürlich nur asymptotisch dem Endwert annähert. Aber naja, also nach einer Sekunde oder 10 Sekunden oder so könnte man da kaum noch einen Unterschied messen zwischen dem tatsächlichen Strom und dem asymptotischen Endwert. So, und auf diese Art und Weise kann man jetzt natürlich auch in komplizierteren Schaltungen Ausgleichs-, Auflade-, Entlade- und Schaltvorgänge simulieren.